Aufnahme. Team Average 1197, Team Average 1497. Gut. Was haben wir diesmal für Rolls? Butcher Bank. Millennium gegen 10 Berserker. Oh je. Ich hab Kral, Butcher, APS. Ich würde Windhawk Start gehen. Was lasse ich denn jetzt da, Alter? Lass, glaube ich, den Kral da und nimm Kibis oder so mit. Was würdest du bei den Rolls mitnehmen? Den Gral, den Butcher, die Pieces, den Millennium. Honeyflower wurde genervt, den Gargoyle würde ich noch mitnehmen. Noch eins. Und die Disciple. Butcher startet, oder? Ja, Butcher mit Gargoyles ist immer gut. Hält 3 easy. No Tempest. Oh, der Tempest wird, der liegt, glaube ich. Ja, der wurde ja leicht. Also er wurde nur angepasst, der macht jetzt mit der Machine Gun mehr Schaden, aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht, der liegt. Aber ja. Tempest hat noch nie die 1 gehalten. Nee, so, nee, deswegen ja. Ich schicke auf den Mudman, auf den Antler, ne? Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Jetzt dauert die Wave so lange und ich habe keine Worker. Überleg mir Double Snail zu schicken. Gegen den Tempest? Das macht definitiv Sinn auf 2. Hätte ich noch einen Tempest? Mir fällt gerade auf, dass ich 2 Flying Units habe. Schade. Hattest du einen? Nee, hatte ich nicht. Oh, 40. Easy. Gut, dass du da in die Jaguars gegangen bist. Ich wäre Walker gegangen. Das wäre für mich sehr. Das war aber ein langer Save, also eine lange Runde. Ja. Stimmt, bei einer langen Runde macht es eigentlich nie Sinn, wenig zu bauen. Ich kann jetzt Worker gehen dafür, wenigstens einen. Ich würde gerne eine Fiend schaffen. Oh, dann da liegt 58%, sehr geil. Schaffst du wieder eine Dragon Turtle oder sowas? Weil eine Dragon Turtle wird vom Tempest ja nicht angegriffen. Ohne Income schaffe ich die. Ja, ich gehe auch ohne Income auf eine Fiend, dann liegt mein Antler nämlich auch, der hat nichts gebaut. Ja, dann schicke ich eine Turtle. Ah, ich hätte die Bass verkaufen müssen, dann wäre ich jetzt auf 5 Worker gekommen. Könnte jetzt nochmal 2 Gargoyles setzen. Einer reicht, der hat ja geschickt. Du musst auf 5 irgendwie eine Priestess hinkriegen. Ja, wenn du jetzt durchsavest, obwohl gegen 3 brauchst du auch schon Damage. Obwohl Green Devil zeichnen doch auch auf 5, oder? Und man hat resendet, easy. Da liegt nochmal fast die komplette Wave. Oh mein Gott, ist das geil. Wenn die nicht aufgeben, dann gehe ich noch einen Worker. Mana liegt auch. Ein bisschen. Das ist ein Worker und die Priestess. Siehst du? Easy Priestess. Ich
nehme noch hoffentlich auf, ja? Ich nehme auf, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, fast noch ein Bug, aber ich... Nee, dann schaffst du die Priestess nicht. So viel Gold ist das gar nicht. Siehst du? Ich glaube, die Priestess auch so nicht. Komisch. Ja, gegen Green Devil. Soll ich eher vorne einen Green Devil oder hinten? Hier hinten den. Der wird dann nicht fokussiert. Der mittlere, genau. Ja. Dann läuft die linke Seite hier hin, greift den an und die rechte Seite läuft von da und greift den an. Nochmal auf den. Ja. Solange der die ganze Zeit weiter liegt, macht das Sinn. Oh. Der hat jetzt einen Peewee geaddet. Das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Nee, der liegt halt wieder. Der hat noch nicht mal die Turtle down. Jetzt hat er die Turtle down, oh mein Gott. Guter Leak. Halte ich jetzt die Frage. Aber sehr potenziell sage ich ja. Nee, ich lieg ein. Oh mein Gott, war das gut. Oh, mein Herz. Jetzt ist die Frage, schicke ich nochmal. Ich schicke auf 6 einen Drachen. Weil der müsste, glaube ich, gerade Geld safen, wenn ich... Ja, ich glaube, einmal auf 6 saven würde Sinn machen. Schaffst du jetzt die Priestess? Wenn er halt wieder underbildet, dann... Ich bin am überlegen, eher eine Disciple zu gehen für 7. Weil Magic Damage habe ich schon. Priestess ist trotzdem besser gegen 6 als Disciple. Und vor allem mit Butcher ist die viel effektiver. Ach, auch auf 7, weil sie halt Arcane Armor hat und sich gegenhält. Meiner schafft immer dickere Sense. Der geht jetzt einfach nur auf Worker. Ah, schickt die ganze Zeit durch. Das ist ziemlich dumm. Ja, weil du halt noch nicht 100% liegt. 100%? Was ja. Hat denn der? Dann hat der nichts gebaut. Nee. Aber wenn du jetzt schickst, dann liegen die beide. Was schicke ich dann jetzt? Roots? Oder nee, Income. Eigentlich ist das egal, der liegt ja eh. Schick Lizards oder sowas. Was dir volles Income gibt. Jetzt bin ich schon eine Blut gegangen. Gar nicht. Ja. Shine bright like a diamond. Mana wird jetzt definitiv liegen, 160er Cent. Okay, noch ein Lizard. Und dann soll ich hier nachher die Priestess, die Disciples setzen, oder? Oder am besten jetzt? Am besten sogar. Ah, das heißt ein bisschen. Ah. Oder ja. Ich setze jetzt den Kral. Ja, stimmt, Kral. Kral auch gut. Setz danach ein Millennium dahin. Ja. B2-Bug. Oh, 200er Cent. Have fun. Wie schnell der Endler jetzt fallen wird. Der liegt einfach komplett. Ja, der hat jetzt alles verkauft und geht alles Walker. Verkauft. Aber der liegt jetzt auch und das ist GG. Ja, kurze Runde. Hat der alles gesellt, oder? Ja, der hat alles verkauft und ist Worker gegangen. Das report ich. Ne, wenn die... Obwohl, das war der Pulsfeier, ne? Ne, das war der... Nee, doch, Deutsche. Der hier. Das ist Pulsfeiers Lane. Pulsfeier hat alles verkauft. Karl Popper hat versucht zu halten. Boah, dann hab ich den falschen report. Sehr geil. Den reporte ich. Oh, war der falsche. Naja. Und bis zum nächsten Mal.